In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, mit denen du Bestnoten in Sport erzielen wirst. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auch wenn ich sportlich aussehe und schon immer Sport gemacht habe, fiel es mir am Anfang der Oberstufe sehr schwer, in den Einserbereich zu kommen im Fachsport. Ich habe dann letztlich einen Plan entwickelt, mit dem ich es geschafft habe, in jedem Halbjahr 15 Punkte in Sport zu erzielen. Und die 5 Tipps aus diesem Plan, die werde ich dir heute bereitstellen. Tipp 1. Frag deinen Lehrer, nach welchen Kriterien er benotet. Beispiel Badminton. Welche Kriterien muss deine Leistung erfüllen, sodass du eine 1+ bekommst? Es geht nicht darum, den Federball wie ein Geisteskranker auf die andere Seite zu zimmern. Ja, dafür braucht man Kraft, aber das ist gar nicht so gefragt. In diesem Fall geht es in erster Linie um den richtigen Aufschlag, die richtige Technik beim Aufschlag. Das ist ein wichtiges Kriterium. Um den richtigen Stand. Es geht um Teamplay. Und das sind alles Kriterien, die nachher eine Rolle spielen bei der Benotung. Finde diese Kriterien heraus und schreib dir diese auf, sodass du diese einstudieren kannst, lernen kannst und so letztlich eine 1+ erzielst. Tipp 2. Bereite dich auf die Unterrichtsstunde vor. Nimm dir vor jeder Sportstunde Zeit, um die technischen Abläufe praktisch einzustudieren. Ich empfehle dir, dass du dir einen Sportpartner suchst, am besten einen Klassenkameraden. Ja, denn auf diese Art und Weise kannst du direkt mit einem Klassenkameraden zusammen trainieren. Du hast einen Partner, du bist motivierter und du hast nachher in der Stunde sogar direkt einen Sportpartner, mit dem du bereits eingeübt bist. Frag zusätzlich dazu auch noch deinen Lehrer während der Stunden nach einem Feedback. Ja, so sieht er, dass du dich engagierst und kann dir direkt Feedback geben zu deinen technischen Abläufen. Tipp 3. Konzentriere dich auf die Technik. Meistens ist es so, dass nach einigen Übungsstunden im Unterricht eine intensive Prüfungsstunde stattfindet. Konzentriere dich während dieser Prüfung vollständig auf die Technikabläufe, die du einstudiert hast. Denn wie in jedem Fach gibt es auch im Sport einen objektiven Erwartungshorizont. Und dieser Erwartungshorizont enthält alle Kriterien, die du erfüllen musst, um eine 1+ zu erzielen. Also ziele auf diese Kriterien, auf diese Punkte ab. Ja, denn es geht meistens gar nicht so sehr um die Kraft. Es geht vielmehr darum, dass du diese Punkte triffst und dass du dich auf die richtige Technik konzentrierst. Tipp 4. Halte ein Referat. Oft hast du die Möglichkeit, sogar im Fach Sport ein Kurzreferat zu halten. Ja, ich empfehle dir, dass du deinen Lehrer, insbesondere dann, wenn du zwischen zwei Noten stehst, fragst, ob du ein Kurzreferat zum Thema der Unterrichtsstunde halten darfst. Ich hatte beispielsweise einen Mitschüler in meiner Klasse, der hat zum Thema Kugelstoßen ein Kurzreferat gehalten und konnte so sogar noch seine Note verbessern. Tipp 5. Trainiere regelmäßig und ernähre dich gesund. Deine Gesundheit ist das Wichtigste, das du hast. Ich empfehle dir, dass du dir eine Sportart suchst, die dir Spaß macht und dann gib dein Bestes, diese Sportart an mindestens 3 Tagen in der Woche auszuführen. Ernähre dich gesund. Du findest einen Mini-Trainingsplan und meinen vollständigen Ernährungsplan mit all meinen Mahlzeiten im 1er-Abi-Masterplan als Bonuskurs. Ja, auf diese Art und Weise, wenn du trainierst, wenn du dich gesund ernährst, wirst du deinen Körper in Topform bringen. Du wirst eine hohe Ausdauer entwickeln und so wird es in jeder Unterrichtsstunde in Sport nichts mehr geben, das dich von einer 1+ abhalten kann. Das waren meine 5 Tipps für eine 1+ im Fachsport. Hast du bereits das letzte Motivationsvideo, keine Ausreden, hier auf meinem Channel gesehen? Wenn ja, dann hast du gesehen, dass sehr viele Schüler an diesem Video mitgewirkt haben. Schüler haben motivierende Videos von sich beim Lernen eingeschickt, wenn sie Sport machen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, beim nächsten Video dabei zu sein. Sende mir einfach ein Video von dir in hoher Qualität zu und in diesem Video kannst du dich beispielsweise beim Lernen filmen, wie du Sport machst, wie du deinem Ziel näher kommst. Und ich werde diesen Videoclip von dir nehmen und den dann in das nächste Video zusammen mit Marcel einbauen. Ja, und dein Video kannst du einfach per WeTransfer an material@joetrank.com schicken. Mehr Informationen dazu findest du im angepinnten Kommentar unter diesem Video. Finde jetzt heraus, was dein brennendstes Notenproblem ist.
Mit 10 entscheidenden Fragen wird in meinem Quiz für Bestnoten dein brennendes Notenproblem analysiert und anschließend erhältst du eine individuelle Videolösung. Hier gelangst du zum Quiz. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.